Gamers, was läuft? Ich habe mal wieder ein paar neue Karten bekommen, gell? Ich habe vor dem eigentlich nochmal ein Video gemacht und das war eigentlich ein gutes Video gewesen. Aber holy fuck, hat so viel Shit zum Editen gehabt. Ich habe legitim keinen Bock gehabt, etwas bei dem Video machen. Und ich hoffe, bei dem Video kann ich jetzt einfach uncut irgendeinen Scheiß machen, weil ich bin einfach so fucking kaputt. Also, das erste, was man aufmacht, ist das da, Pikachu VMAX Box ist gekommen mit ein paar Boosters. Keine Ahnung, was genau für Boosters sie sind. Aber was wir auf jeden Fall haben, ist eine fette Karte, die ich mega liebe. Ein Mimikyu, Hollow aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, und ein Pikachu V, was sehr, sehr nice ist. Und was wir dann auch noch aufmachen, ist das da. Das ist einer der neuesten japanischen Sets, wo rausgekommen ist für das Game, für Pokémon Legends. Das sind die drei Hisuian-Formen von der Pokémon drin. Und ja, hoffen wir mal, dass mir dort etwas Gutes pullt. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, wir werden sicher. Ah ja, das Set hat im Fall ohne Scheiß Character Rares. Das da hat ohne Scheiß auch noch Character Rares drin, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Es könnte sicher noch lustig sein. Hoffen wir mal, dass etwas Gutes ist. Also, was wir haben, erstens mal, die anderen zwei Karten haben wir ja gesehen. Ich werde sie jetzt nochmal vornehmen. Aber das ist die Pikachu V. Sehr geile, grosse Karte. Ich finde, die sieht wirklich geil aus. Dass es hier kein Schwarz und da keinen hat, sondern schön so Pikachu fett drauf ist, finde ich sehr, sehr nice. Das ist eine sehr schöne Karte, muss ich sagen. Selten mal verwünschst du Karten, die nice so aussehen wie die. Und was wir anscheinend bekommen haben, sind zwei vom neuesten, Brilliant Stars, wo ich den grössten Scheißdreck gepult habe. Habe ich das Video eigentlich je abgeloadet? Ich glaube nicht, weil die Pulse sind so shit gewesen. Ich habe einfach gefunden, nee, kein Bock. Also, wir müssen mal gerade bei dem ersten drin. Ich will wirklich nicht zu lange Zeit da verschwenden. Ja, wenn wir da oldschool drin gehen oder wenn wir einfach schon mal pullen. Ja, komm, gehen wir drin mehr. Also, ich glaube, das mache ich schön schnell. Einfach zeige ich zeige euch gerade geschwind, ob die gute Karte drin ist. Weil eigentlich der Highlight von dem Set ist definitiv ist der japanische Set. Es sind auch noch ein paar gute Karten drin, aber ich meine, wir haben das Set. Ah nein, ich weiß gar nicht, wie schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das Video je uploadet habe. Ich habe es halt leider schon gesehen und es hat halt ein paar. Es hat schöne Karten drin, ja, aber ich habe halt nicht überwältigt gefühlt, wo ich sagen muss, holy shit. Crabominable, MV. Das ist mehr als. Ja, okay, das ist immer noch Fusion Strike. Fusion Strike kann ich schon immer gut. Nein, das ist das Set, das ich schon gepostet habe. Stimmt, das ist Fusion Strike. Ja, doch, das habe ich uploadet, weil ich glaube, das ist ein angenehmes Set gewesen. Das ist ja auch da, wo ich in meinen Dings Mew gepult habe. Der Secret Rare. Mew, VMAX, wo ultra cool ausgesehen hat. Stimmt, das kann ich mich erinnern. Swaddle. Ganz ehrlich, Alter, was ist die letzte Karte? Toxicroak. Snuffle. Ganz ehrlich, ich würde einfach zum japanischen Set kommen. Schön und gut, dass es da ist. Da, jetzt kann sich das Set redeemen. Vielleicht hat es etwas Gutes genommen und vielleicht haben wir Glück. Sehen wir dann. Drehen wir um. Hat es etwas? Es hat etwas. Dann drehen wir es. Ich schaue gerade von alleine rein, ob es eine gute Umrandung hat oder nicht. Wenn nicht, dann gehen wir einfach weiter. Es ist einfach ein Moltres. Ein Holo. Wow. Aber hey, immerhin. Ich glaube, das letzte Mal habe ich nicht einmal einen fucking Moltres pulled haben, Alter. Jesus Christ. Ich schwöre auf Gott, das Set ist grusig. Ich hasse das alle. Wieder etwas Gutes anscheinend. Schauen wir mal, was. Und. Etwas Gutes. Gehen wir langsam rein. Ah ja, weil ich halt das Set nicht das letzte Mal aufgemacht habe. Das ist einer der neuen V-Stars. Ich habe das letzte Mal keinen einzigen V-Star gepult bei dem huren GS-Set, man alle. Vielleicht pull ich jetzt etwas. Aus irgendeinem Grund, vielleicht habe ich jetzt Glück. Und auf einmal, der Random Ass Box. Bekommst du jetzt einen V-Star? Das hat auch eine sehr schöne Karte gehabt, das muss ich nur sagen. Jesus Christ, wer fast umkippt. Und, Starmie und zum Schluss, bumm. 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 Luminium V. Okay, das ist schon voll ein Schlag. Das ist ein V-Full-Art, wo immer ein bisschen immer in etwas wert sind. Nicht viel, wahrscheinlich ist die ein 10er und 15er wert, aber. Nichtsdestotrotz, das ist einer von den guten Pulls. Was mich sehr aufregt, wenn ich darüber nachdenke, dass ich eine fucking Box kaufe. Ich habe es immer gesagt, meine Boxglücks, so die kleine Box, die 20, 30 Stutz sind, oder Tins, ich habe mehr Glück bei denen, als dass ich je Glück habe mit diesen huere geschissenen Boosterboxen. Die Boosterboxen kaufst du nur aus dem Grund, dass du halt alle Karten, oder mindestens
fast alle Karten sozusagen einmal bekommst. Weil du wirst du garantiert, wenn du eine ganze Box kaufst, du hast alle normal Karten. Jetzt nicht Vs, V-Maxes oder so, aber mindestens alle normale Karten wirst du auf jeden Fall droppen. Das ist schon mal eine fast Garantie. Mit Ausnahme von halt. Jesus Christ, dann wollte ich das so. Ja. Ich glaube, das hat auch die normale 30 oder 25 drin? Ja, keine Ahnung. Also, fangen wir mal an. Das sind die japanischen. Ich liebe die japanische Karte mal. Ich verstehe, warum es Leute gibt, die die japanische Karte lieber haben. Fuck, ich glaube, eins führen. Wo die japanische Karte. Nein. Oder? Fuck. Damn, das ist. Deswegen liebe ich die Japaner. Ab und zu haben die so sicke Effekte, wo du dir einfach nur denkst, holy shit, ey. Dann fallen nicht führen pullen, gell? Scheiße. Haben wir den? Oh fuck, no. Haben wir vergessen. Das ist noch ein Löwe. Outlet. Und einer von den Legendaries. Okay, ha. Oh, nein, doch. In dem Fall, eigentlich nimmst du doch einen führen, aber wahrscheinlich ist es noch anders. Der Holo. Okay, haben wir einen schönen Holo bekommen. Sehr, sehr nice. Ich muss mal da kommen. So. Oh mein Gott, Alter. Bitte mach keinen Scheiß. Ich will nicht mehr selbst. Ich bin zu faul gerade, aber. Bro, ich schaffe in der letzten Zeit, ist mühsam AF. Ich glaube, das ist das letzte Video einfach keinen Bock gehabt, weil ich einfach denke, Bro, aber ich könnte mir nicht die 5 Minuten nehmen zum Editen. Bro. So. Rhyhorn. Wow, das ist aber eine verdammt schön aussehende Karte, Alter. Das Pokémon hat noch nie so gut aussehen wie da. What the hell? Das ist auch cool. Quillfish. Oder die Weiterentwicklung. Das ist die Galarian-Form sogar. Haben wir wieder Dings? Fuck, jetzt nochmal Kreis, Alter. Ich habe den Namen vergessen. Fucking Glade. Fuck that shit, ich hasse das Vier. Und nochmal ein Quillfish, Galarian Quillfish, aber wieder mit dem geilen Stil. Okay, wie es aussieht, haben wir noch so immer so eine garantierte Karte von dem. Wie viele Karten ist das pro Set? 6, gell? Weil normalerweise sind es eigentlich 5, die du bekommst pro Pack in der japanischen. Also haben sie das ein bisschen anders gemacht, dass du eigentlich nicht eins führen nimmst. Weil der Kartentrick ist in der japanischen eigentlich das normale ist, eins führen tust. Aber da machst du das in dem Fall nicht. So, da haben wir Basculin. Das ist nicht Weirdier, das ist glaube ich vorhin. Den Namen habe ich vergessen von dem Vier. Die Vita-Review von Miss Drevis habe ich vergessen. Nice, alter Mann! Die Galarian Form vom Oshawott, Alter, als wie. Oh, das ist eine super Karte, Bro. Sieht die nice aus, ey. Leck, und hinterher haben wir noch. Wow, das sieht wirklich cool aus, Alter. Der Effekt ist ultra nice, Mann, Alter. Holy shit, man, Alter. So, das Bild oben okay, aber auf dem Text sieht das so nice aus. Das Schein, wo die Karte hat. Und dann der Wii, Alter. Der Wii, habe ich gerade Oshawott gesagt? Nein. Oshawott ist die erste Entwicklung. Fuck, wie hat die erste Entwicklung nochmal geheißen, Alter? Mein Hirn gerade. Holy fuck, Alter, mein Hirn. Samurott, ja, Samurott, Jesus Christ. Ich glaube, ich habe sogar vorher noch gar noch gesagt, Alter. What the hell? Mein Hirn gerade. Wo bleibt der Mann? So, machen wir weiter. Mistrieve. Oh, das sind so. Das ist Geller. Das ist hinten drin. Das ist die Stadt, wo du ganz am Anfang warst. Kombi. Habe ich den Namen vergessen, muss ich ehrlich sagen. Rosary. Chandelier. Habe ich vergessen. Damn, sehr nice Karte, wirklich, wie schon gesagt. Der Effekt an dieser Karte ist wirklich nice. Wir haben noch viel mehr Karten, Alter. Ich habe gerade gesehen, wie groß ist eigentlich das Set? Das ist eine gute Frage. So, wie viele Karten sind die bei dem Set überhaupt drin? Wir sehen es ja immer unten rechts und links von der Karte eigentlich. Das Set ist 87, nicht schlecht. Oh, right on. Damn, es hat wirklich ein paar sehr geile Karten. Ist das Honig? Keine Ahnung. Damn, Alter. Sehr schöne Karten. Oh, nice, Alter. Nice Karten, Mann. Ich weiß nicht, wie viel so ein Pack von dem hat. Das ist einer der billigsten Packs, die ich je kaufen kann, aus dem Grund. Ohne Scheiß, das ist mir. Ich glaube, ich habe für das Pack 45 gezahlt. Mit Importkosten um die 60. Also Importkosten, einfach Versand und all der Scheiß. Das ist sehr günstig für das japanische Pack. Weil das, wenn du das willst kaufen, hier irgendwo in der Schweiz, die verlangen 100.
Oh, mein erster V-Star und es ist einfach ein Samurott, Alter. Oh, shit, der sieht geil aus, Alter. Bro, Alter. Oh, der Fick da oben, seht ihr den, Alter, wenn ihr mal schaut. Bro, das sieht nice aus, ey. Oh, geil, Alter. Bro, sieht die geil aus, ey. Sheesh. Sorry. Nice, ey. Alter. Erste V-Star und ein Samurott, Alter. Ich habe sogar V-Samurott und V-Star Samurott, Alter. Das ist sehr nice, Alter. Na, beide, Alter. Der V-Star ist nice, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Art von normalen V lieber. Aber so die Effekte von V-Star sind sehr, sehr nice, Alter. Sehr cool, Alter. Sehr, sehr cool. Holy shit, ey. Das ist nice, Alter. Marno, die Tinder. Schön am Chillaxen mit ihrem Pickel. Ich frage mich, was das nächste Electric Red Pokémon sein wird. Die Erde, Ralts. Oh, Bro, ist das eine schöne Art. Damn, das sieht so schön aus, Alter. Tschüss. Damn, das sieht wirklich einfach geil aus. Ich wundere mich, was die. Moment. Fuck, das ist ein Secret Rare. Really? Starmie ist ein Secret Rare? Oder hat es ein Starmie geheißen? Okay, ich meine. Ich meine, die Karten sind an sich schön, deswegen kann ich mich nicht klagen, aber würde die Entscheidung für ein Secret Rare? What the fuck? Ja, okay, ich meine, jeder hat sein Lieblings-Pokémon, ich kann mich nicht klagen, Mann. Ich meine, einer von meinen Lieblings ist Glaceon und ich weiß, Glaceon ist entweder der unbeliebteste oder der zweitunbeliebteste Weiterentwicklung von Eevee. Was ich sehr schade finde. Das ist einer von den neuen Formen, der ist auch höher geil. Das ist auch eine Galarian-Form. Vasco Legion hat der, glaube ich, geheißen. Vileplume, stimmt, Vileplume hat das geheißen. Auch sehr cool. Quillfish. Ich kann schwören. Sie haben gesagt, okay, ich glaube, es hat weniger da. Es hat nicht so viel wie Max. Nein, nicht V-Star. V-Max Climax. Oder hat das so geheißen? V-Star, irgendetwas mit V-Max Climax. Oder? Die Japaner lieben die Climaxes. Mistrievous, Sichler, keine Ahnung. Föhn, wo Ball rausspuckt. Starmie V und. Da, Mann, eben! Character Rares, damn! Oh, das sieht nice aus, alle. Das ist ja sehr schöne Karte, alle. Also, hat's Character Rares, alle. Holy fuck, Mann, alle. Sehr, sehr geil. Was mich anschließt, im letzten Video habe ich darüber geredet, wie sehr ich die englischen Character Rares hasse. Weil ich habe auch ein paar von denen bekommen, aber die sind leider Huren. Oh, zum Glück, ich sehe gerade einen. Kann ich auch gerade zeigen. Die japanischen sehen so aus, mit der Visium-Randung, mega cool. Ich habe N bekommen, einer von meinen absoluten Lieblingstrainers, als ein Secret Character, Secret Rare, im englischen Pack, wo er Zac Fromm reitet. Schau den Unterschied an. Welches ist besser? Ich meine, muss ich das, müssen wir den Vergleich wirklich machen? Die gelbe Umrandung ist so übertrieben hässlich, ey. Das ist insane, Mann, was sie da sich entschieden haben, machen, ey. Alter Schwede, ey. Nein, wirklich, ey. Ab und zu, Mann, Alter. Ich check nicht, was die kiffen, Mann, Alter, wenn sie die Karte designen, Mann, Alter. Ich muss sagen, die japanischen, ich glaube, deswegen sind sie auch beliebter für ein paar Leute, die collecten es lieber. Einfach wegen die Umrandung ist einfach weitaus nicer. Weil alle Dings haben ja so eine gelbe, aber alle japanischen haben eine weiße Umrandung. Ich finde, das sieht einfach schöner aus, Alter. Du hast zwar den Text nicht, ja, aber trotzdem, weißt du. Sehr, sehr nice, Alter. Das ist sehr, sehr nice, Mann, Alter. So. Also, ich bin schon über den 10-Minuten-Mark, ganz ehrlich. Einfach rutschen mit durch, Baby. Weil, es könnte sein, dass ich diese Woche so oder so noch mehr Packlist bekomme. Oh, die Kirilla-Karte sieht aber auch mega schön aus, Alter. Das ist kein Gardevoir, Alter. Willst du mich fucking verarschen? Siehst du schon wieder? Oh, das ist. Name vergessen. Das ist einer von den Legendary. Das ist ja geil. Nice, Alter. Einer von den neuen Reverse-Foils mit Rails, Alter. So eine schöne Karte, Mann, Alter. Das ist so eine schöne Karte. Ich liebe das Game, Alter. Pokémon Legends ist legit mein Favorite, Mann, Alter. Also mein Favorite, ich vertiefe es. Aber einfach, das Jahr, es hat kein Game gekommen für mich, wo bisher jetzt Legends übertroffen hat, Alter. Das Game hat so Spaß gemacht, ey. Und es macht immer noch so Spaß. Aber, das ist ein geiles Pokémon. Das ist, fuck. Jeder sagt Sydney zu dem, aber ich glaube, der heißt anders. Ohne Scheiß, aus irgendeinem Grund, jeder sagt zu dem, yo, das ist Sydney. Sehr schöne Karte, Alter. Verdammt geile
Character Rare alle. Ich finde einfach die, ich finde die Character Rare, alle Characters sind so nice. Sogar der Trainer, wo ich keine Ahnung habe, ich meine, es geht zwar nicht, er sieht zwar nicht so speziell aus, aber einfach die Art, wo sie drauf machen, ist so nice alle. Das ist basically eine alt Art, aber einfach for free. Ich sage zwar for free, es kostet ja, ich weiß, aber ich meine, meine Lieblings alt Art, wo ich je gedroppt habe, ist ja da eine Glaceon, wo ich in meinem Evolving Skies Video gepolt habe. Das ist ja legit einer von, ich meine, ein fucking iPad ist von Rans, man. Ich liebe das Viech, Alter. Ich meine, das ist Evolve zu fucking. Ah, das ist Dings, Jubilife. Einfach die aus der alten Seite. Das braucht man keine Ahnung, Alter. Oh, Gardenia! Mit Roserade, Alter. What a cute yard, Alter. Holy shit, ey. Ich liebe die. Oh, Mann, ey. Die Character Rares sind so, 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 so nice, Alter. Das ist so cute yard, Alter. Wie der Roserade voll da am Schauen, hinten drauf. Die Gardenia, Mann, Alter. Übrigens, sie ist der Pflanzentyp-Trainer und ihr Name ist Gardenia. Ab und zu, Mann, Alter. Ich weiß, ich will nicht sagen, Alter. Die Namen. Ich meine, mein Lieblingstrainer heißt fucking N. Einfach N. Der Buchstabe N. Oh, die hat's. Right on. Quellfisch, glaube ich, heißt der. Basculegion. Oh, V-Star vom Rowlet's Edition von Decidueye, genau. Damn, oh damn. Alla, what the hell, man. Danke, japanische Packs, dass ihr so günstig sind und mir die ganze Zeit V's und V-Stars droppet, Alla. Ficket euch im Arsch, ihr englische Scheiß gay-ass Packs, Alla. Wo nach 36 Booster, 160 Stutz kostet mir ein, nicht einmal ein V-Star droppt hat, Alter. Fucking hell. Ich freue mich schon im Mai. Im Mai kommt der nächste große Boosterbox raus für Pokémon im Englischen. Ich bin gespannt, ob ich dort etwas Gutes pullen werde. Weil das ist basically das. Plus noch zwei Sets, die in Japan rausgekommen sind. Einfach auf Englisch, oder? Oder Deutsch, beziehungsweise was du halt kaufst. Bei mir ist es so Englisch. Ich meine, das ist kein Verhalt. Roserade. Oh, das ist auch einer von den neuen Characters. Das ist super cool, Alter. Ich habe mega gerne, Alter. Oh, Absol. Fucking hell, dass das Pokémon nicht in Legends ist. Ist mega. Das ist einer von meinen absoluten Lieblings-Pokémon, Alter. Das Design. Oh, und die Karte. Oh, ich bin gerade richtig am Anschauen erstmal. Baby. Sieht die gut aus. Wespy Queen. Die sieht nice aus. Alter, noch einmal. Ich will noch einmal schön anschauen, Alter. Damn, die Art ist nice. Holy shit, die Art ist nice. Bro, sieht das cool aus. Cool. That looks so cool. Ich weiß nicht, was das noch für Secret Rare sind. Ich meine, es hat allgemein gute Karten. So alles schöne Karten. Ultra gute Karten. The Secret Rare. Ein fucking Starmie, wo Full Art ist. Und denkst du so, okay. What the fuck, Alter? So weird, ey. Das ist wie all die anderen Karten, die so brutal geil. Ah, das ist überhaupt eine neue Hisur-Form für Sichler. Das ist so ein Stein-Bug-Type, Alter. Es sieht mega weird aus. Ich habe legit gemeint, das ist ein komplett neues Pokémon. Auf einmal spiele ich weiter und dann Nathan erzählt mir, das ist die neue Form für Weiterentwicklung für Sichler. Kollege, what? Es sieht so weird aus, Alter. Nee, wir nehmen mir 4, das sind nur 3. Nee, so ein gutes Pack, Alter. Damn. Ah, Mann, ey. Gott, ey, ich bin so richtig die japanischen Packs am Embracen. Das einzige Gute ist bei den japanischen Packs langsam ist, ich weiß, wo suchen, um sie für einen guten Preis zu finden, Alter. Es gibt bestimmte, die schwer sind. Zum Beispiel Eevee Heroes ist huere schwer zu bekommen, Alter. Decidueye. Rhyhorn. Ich würde schon fertig werden, Jungs. Ich habe gesehen, dass jemand von der Arbeit gekommen ist. Und ich habe wirklich keinen Bock, da jetzt einen unnötigen Cut machen vor der letzten Packlist. Okay, Speedrun the Chip. Okay, nice, schöne Karte. Sorry Jungs, aber ich werde wirklich ein Bitte machen. Ich werde einfach keinen Cut machen, ich bin zu cool. Ich bin wirklich zu lazy. Nice Miltank. Und nice, Dings, Park, Jungs, ich wünsche euch, mich sehen wir uns am Freitag wieder, weil dann mache ich wieder einen Pack-Besuch. Bye-bye.